Verdammte Scheiße, so viel fehlt noch. Ja, 98, fucking 8 PS. Also ich glaube, ihr habt es auch an meinem Gesicht gesehen. Das war der 9.11. Samstagabend. Ich hatte den Kaffee so auf, bin dann erstmal reingegangen, habe ja alles durchgelüftet, dann später alles ausgemacht und habe mir 3, 4, 5, 6 Bier getrunken und war schon kurz drauf und habe gesagt, okay, nächste Woche ist der St. Martin im Dorf, da gibt es ein großes Feuer, da schmeiß ich das Ding drauf und dann ist es weg. Habe ich da nicht gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, komm, lass den Sonntag mal ins Land gehen, mach mal gar nichts hier, geh ja nicht in diesen Raum rein, lass das Ding mal komplett links liegen und denk noch mal drüber nach, was du denn noch machen könntest. Ich war eigentlich mit meinem Latein am Ende, aber dann fiel mir noch eine Sache ein, beziehungsweise ein Mensch, den ich anrufen könnte, der da vielleicht noch eine Idee hat und wer das war und wie die Idee aussah. Das erzähle ich jetzt. So, jetzt hängen wir bei 98,5 und ein paar kaputte PS. Die Zündung passt drauf runter, habe ich alles versucht. Also Vorzündung hilft uns da nicht weiter. Kraftstoffmenge passt perfekt, aber auch ein bisschen fetter oder ein bisschen magerer ändert auch nichts an der ganzen Sache. Die Motorleistung ist echt Mörder, hält also unheimlich lange schon die hohen PS-Zahlen weit über 90 PS, aber ja, wir kommen nicht auf die 100. So, da wollen wir ja hin. Das muss geknackt werden. Dreistellig muss sein. So, die einzige Chance, die ich jetzt momentan noch habe, außer jetzt wieder alles umzubauen, Außenanlage, Ansaugung länger, kürzer, wie auch immer, ist auch die Reibung zu minimieren. Das heißt, wir fahren ja jetzt momentan 5W40. 300V Offroad, das ist ja schon relativ niedrig in der Viskosität, in der Kalt- wie in der Warmviskosität. Aber jetzt halt der Versuch, mein, das ist ja auch kein langlebiges Motorrad, das wissen wir ja alle. Wir versuchen jetzt da die Viskosität noch mal herabzusetzen und gehen jetzt auf 0W30. Ich weiß, die meisten sagen jetzt, du hast ja nicht mehr alle, aber trotzdem. Ne? Motul hat mal ein spezielles Rennöl für die Superbike WM entwickelt, ne, das 300V Quadrat 0D30. Und das habe ich jetzt mit Absprache vom lieben Alex hier stehen. Und kippen wir jetzt mal rein. Ich bin gespannt, was passiert. Ob da direkt der Steuerkettenspanner meckert, weil er keinen Öldruck hat. Aber ich glaube es nicht. Ja, also dementsprechend versuchen wir jetzt hier nochmal Reibung zu minimieren und dadurch nochmal Leistung zu generieren. Weil wir reden jetzt hier von 1,5 PS. Ja, kriegen wir die mit dem Öl? Das sehen wir jetzt. So, Öl ist drin, Moped läuft. Steuerketten klappern. Nein. Also der Steuerkettenspanner scheint das gut zu verdauen, das Motoröl. Schau mal, was jetzt passiert. So, ihr seid jetzt live dabei. Erster Lauf und die ersten Läufe mit dem dünnen acht. Ich denke, alles klar, jetzt haben wir es und jetzt geht es weiter. Da ja auch so, ne? Noch ein Lauf und noch ein Lauf und noch ein Lauf. Und was passiert? Ein Scheißdreck passiert. Ne? 99,5, 99,8, 99,3. Dachte ich, das kann nicht sein. Einmal ist keinmal. Ich brauche mindestens noch ein paar Referenzläufe mit 100 vorne. Passierte nicht. Fünf, sechs Läufe gemacht. Der Sprit schon wieder alle, ne, wieder nachgetankt und hin und her. Es passierte wirklich immer nur 99, irgendwas. Da ist okay.
Dies Jahr brennt das Martinsfeuer in Hoffeld dann doch etwas stärker als sonst. Aber ich hatte dann im Augenwinkel gesehen, mit den knapp an die 100 Läufen, dass die Kühlmitteltemperatur immer noch so bei 75 Grad rumdümpelte und die Öltemperatur ebenfalls. Jetzt haben wir natürlich das Problem, das Gebläse haut hier ordentlich rein in den Prüfstand. Der Raum ist aber zu, muss ich ja, weil es ist ja sonst hier zu laut. Der Raum hatte so 25 Grad, draußen war es ja auch nicht wirklich kalt. Daher hatte ich auch keine Wintertemperatur hier drin. Aber das Problem war natürlich, das Fahrzeug kühlt unheimlich schnell aus. Der SV05 von VP Racing, den wir ja benutzen, für diese, wegen dieser Mörderverdichtung, hat eine extrem hohe Innenkühlung und dadurch wird das Fahrzeug extrem schnell wieder runtergekühlt, mit dem dünnen Öl sowieso. So, also, was habe ich gemacht? Alles klar, wir müssen über 80 oder am besten an die 90 Grad ran mit beiden Flüssigkeiten, also Öl und Wasser. Die Bremse mal reingehauen, also den Retarder angestellt, mal richtig unter Last das Motorrad wieder hochgefahren und siehe da, natürlich die Temperaturen steigen. Ja? Und wo wir über 80 waren, kam dann das. Abgeliefert hat sie. Ja, und das in einer Tour. 5, 6, 7, 8 Läufe habe ich gemacht. 5 habt ihr gerade gesehen. Die schauen wir uns gleich nochmal genau an. Aber dementsprechend, das war eigentlich nur der, oder das war der Game Changer, wie man heutzutage so schön sagt, ne, die Temperatur. Ja, also dann war dementsprechend das tribologische System, wie man immer so schön sagt, perfekt in der Waage. Alles hat schön gepasst. Wasser passt. Ausdehnung vom Kolben, Zylinder, etc., Öl passt, Reibung und so weiter. Und schon kam dann endlich die Kommaleistung wieder ins Dreistellige. Na? So, daher schauen wir uns jetzt mal die Kurven genau an. Geht dann los. Gut, schauen wir uns den ersten geschafften Lauf an mit 100 PS. Der Runfall 45, 100,08 PS. Bei 8400 Umdrehungen, das war ungefähr hier, so. Ansonsten sehr schöne glatte Kurve, hier war noch ein Peak drin, beziehungsweise halt ein Einbruch drin, den konnte ich dann später wegprogrammieren und die Läufe dann danach, die mit oder wo das Fahrzeug dann in dem vernünftigen Temperaturbereich lief, sahen dann so aus und hier oben hatte ich immer solche kleinen Einbrüche. Im Endeffekt stellte sich heraus, das war wegen zwei Dingen. A, die Benzinpumpe, mein Kabelbaum, da fing anscheinend wieder irgendwas an zu spinnen drin, ne, dass die Benzinpumpe ganz kurz zuckte. Und auch, dass der Tank wieder mal halb leer war, weil das Ding ist so schnell leer mit diesen 3 Litern, dass dann durch das Schwappen beim Rausbeschleunigen da kurz auch die Benzinpumpe wohl keinen Sprit kriegte, beziehungsweise halt kurz Luft gezogen hatte. Das passiert dann, sieht dann so aus. Ob das jetzt tatsächlich nur der Tank oder der Sprit war oder halt auch das Problem mit dem Kabelbaum, das muss ich noch rauskriegen. Aber der Tank bekommt jetzt später oder im späteren Betrieb dieses Fahrzeuges dann Tankschaum rein. Die meisten von euch kennen das vielleicht. Die werden halt im Rennen oder das wird im Rennsport benutzt. Das kommt in die Tanks rein. Da ist der Kraftstoff dann halt in diesem Schaum gebunden, damit er nicht hin und her schwappen kann. So, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Und natürlich dann den Kabelbaum. Ganz wichtig. Sieht man auch hier bei der AFR-Linie. Ich mache jetzt mal die weg. Genau, ja, hier kann man es dann sehen. Hier kommt dann ein ganz kurzer Peak, wo der Sprit eben weggeht, obwohl die Programmierung sich dann nicht geändert hat. Und dann kommen diese Einbrüche zustande. Gut. War jetzt für die Endleistung relativ egal. Daher alles schön. Gucken wir uns jetzt noch eben das Drehmoment an. So, Drehmoment. Kupplung. Und hier machen wir mal die PS-Leistung weg. Und hier natürlich auch eine schöne Drehmomentkurve, hier auch für diese Einbrüche, klar. Aber mit satten 88 Newtonmeter bei 7300, ungefähr hier, kann man nicht meckern. Ne? Gerade auch das Rausbeschleunigen, für einen Achtelmeilenrenner ja nun mal das Wichtigste überhaupt. Sage ich mal, ist mal nicht verkehrt. Wir haben schon bei 5000 Umdrehungen 64 Newtonmeter
anstehen, ja, bei 6075 und so geht das dann schön geradlinig weiter. Ja, ne? Also Ziel erreicht, zurück in die Werkstatt. Ah, 4 Jahre. 4 Jahre hat es gedauert bis zum heutigen Tag. Ich glaube, das erste Video zu diesem Motorrad, wo wir das noch in dem Duke-Rahmen eingebaut hatten, war Ende 2019, Anfang 2020. Ja. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich dieses Projekt erstmal im Motorbereich abschließen kann, dass ich jetzt genau da bin, wo ich hin wollte. Der Plan war ja, einen Einzylinder-Viertakt mit 100 PS ohne jegliche Aufladung zu bauen. Ne? Also ohne Kompressor oder Turbo-Firlefanz, einfach nur rein, ne? Quasi als Saugmotor. Haben wir jetzt geschafft. Da war natürlich die Frage, was machen wir damit? Die beste Idee war natürlich Achtelmeile, weil, ne, wo soll so ein Ding sonst fahren? Vielleicht nur auf der Rennstrecke. Da ich aber nicht weiß, wie lange so ein Apparat hält, ne, also gerade wegen der hohen Verdichtung, haben wir gesagt, okay, machen wir erstmal quasi einen Dragster draus. Und jetzt heißt es aber erstmal für mich auf jeden Fall, Projekt Motor passt. Und jetzt muss man drumherum mal ein bisschen schön machen, ne? Weil, ne, wir brauchen ja noch die Sahnehaube auf der Torte. Das heißt, Farbe, ich muss noch ein bisschen am Rahmen ändern, weil ein paar Sachen haben mir nicht gefallen, wegen auch Wartung, wenn man mal ran muss. Dann das Fahrwerk muss noch gemacht werden. Die Gabel hat der liebe Henning uns ja geschenkt. Die ist undicht, die muss ich noch machen. Der Tank, da muss jetzt Tankschaum rein, habt ihr ja gerade gesehen, warum. Ne, also dieser Rennsport-Tankschaum, den man hier reinstopft, damit eben halt der Kraftstoff nicht hin und her schwappt. Und dementsprechend der Rest muss auch noch gemacht werden. Hier die Schwinge wollten wir noch verlängern, weil, ne, als Dragster muss ja quasi das Ding relativ lang sein. Ich hatte ja schon den Lenkkopfwinkel verändert im Rahmen auf extrem flach. Die Gabel ist relativ kurz, aber trotzdem ist das alles noch nicht lang genug. So, und dann natürlich Farbe. Wir müssen den Sitz drauf, ne? Der Höcker muss noch lackiert werden und vielleicht vorne noch eine kleine Frontverkleidung mit Aussparung für den Ölkühler und. So, das wäre jetzt natürlich das nur noch das Schönmachen, aber trotzdem, Motorkonzept 100 PS steht, wir sind im 100 PS Club und daher holen wir uns jetzt mal ein Bier. Ich wollte eigentlich eine Pulle Sekt holen, ich hatte schon Picolöchen geholt, aber ich denke, ach nee, Sekt ist läppsch. Prost Gemeinde, auf euch vor allen Dingen, die immer fleißig dabei geblieben sind in puncto Zuschauen, gerade was auch dieses Motorrad betrifft, auch immer fleißig kommentiert haben. Viele von euch haben nicht geglaubt, dass wir da hinkommen. Ich manchmal auch nicht, aber jetzt haben wir es geschafft. Prost. So, das werden wir natürlich auch gebührend feiern mit euch, und zwar in Form eines Gewinnspiels. Das werde ich folgendermaßen aufziehen. Ich werde Fragen stellen, die müsst ihr beantworten. Und zwar werdet ihr die Antworten finden in den ganzen Videos zu diesem Motorrad oder um dieses Konzept herum, Achtelmeile-Renner, in den Videos der letzten 4 Jahre. Da müsst ihr dann durch. Aber so schwer wird es nicht werden. Wir werden also 3., 2. und 1. Platz auslosen. Und wenn alles gut läuft, kann die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner dementsprechend vielleicht schon bis Weihnachten was Schönes unterm Weihnachtsbaum haben. Ne? So wird es ablaufen. Natürlich darf ich auch nicht vergessen, die ganzen anderen Menschen, die an diesem Projekt mitbeteiligt waren, uns geholfen haben, uns Sachen dafür gebaut haben. Ne? Die laufen jetzt gerade mal unten durch. Ne? Nochmal vielen, vielen Dank an euch alle, weil ohne euch hätte ich das mit Sicherheit nicht geschafft. So, daher kann ich mich jetzt erstmal entspannt zurücklehnen und werde dieses Motorrad jetzt da in die Ecke schieben und will die mindestens bis nächstes Jahr nicht mehr sehen. Reicht jetzt. Also, abonnieren muss ich keinem erklären. Wir sehen uns in 14 Tagen. Haut rein. Bis dann und ciao.